Zeit auf dich. Ja, jetzt komm mal her, Fräulein Schimmel, und erzähl mich mal die Leute, was du heute hier angestellt hast, ne? Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Du hast es überfahren! Ja, es war ein Versehen. Das gibt es doch nicht. Ich träumte gerade in himmlischer Ruhe und hatte beim Fahren die Äuglein zu. Und da hat das Christkind in dieser Nacht Bekanntschaft mit meinem Kühler gemacht. Was? Später sah ich auch noch den Weihnachtsmann. Er feuerte gerade die Rentiere an. Ich überholte ihn noch, den lahmen Wicht. Doch sah ich dabei den Gegenverkehr nicht. Dies ist deine Erziehung. Ich wich noch aus, doch leider nicht, Santa. Ein kurzes Rumsen und er klebte am Mann. Was? Wichte? Später sah ich auch noch den Nikolaus. Er stürmte gerade aus dem Freudenhaus. Er kam ganz nackt über die Kreuzung gelaufen. Der wollte wohl Präservative am Automaten kaufen. Mein Auto und mich hat er gar nicht gesehen. Jedenfalls blieben nur seine Stiefel stehen. Und die Moral von der Geschichte? Fahrt so schnell mit dem Auto nicht. Denn als ich zu Hause war, da musste ich heulen. Mein schöner Wagen hatte 3 Beulen. Was? Vom Christkind, vom Santa und vom Nikolaus. Ich glaube, dieses Jahr fällt nur Weihnachten aus. Dein Kind. Jetzt habe ich gesagt. Kann ich jetzt gehen? Ja, verschwinde. Ja, kann's gehen. Und Abendessen gibt es auch nicht. Okay, Entschuldigung. Frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten, klar. Tschüss. Hau ab!